Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ni No Kuni. Oh ja, ich stehe schon wieder vor Alkuwait, ich bin nämlich leider wieder mal verreckt. Mit dem Evolutionieren, das habe ich nachgeguckt. Das funktioniert nur für die höchste Stufe, das habt ihr auch in den Kommentaren geschrieben. Am besten Dank dafür, da muss ich mal gucken, wo ich den Rest herkriege. Aber wir machen uns wieder direkt auf den Weg zum Feuerwerk. Ich glaube, ich habe nämlich auch nicht so viel Gold. Nö. Gulden, mein Gott, ich sag schon wieder Gold. Ich habe nicht so viel Gulden, um mir jetzt irgendwie ganz viel Kram zu kaufen. Ich weiß allerdings auch nicht, ob ich jetzt noch ein bisschen leveln muss. Den nehmen wir erstmal von hinten. So. Das erledigt mal unsere Drachenlady hier. Auf wen geht die denn? Babambino? Ja, die kloppt den Gast hin. Gib ihm. Nice. Lol, da kann jemand gezähmt werden. Das macht dann die liebe Esther. Bezirzen. Oh lol, die hat den Goldenen gezogen. Was? Jetzt macht doch endlich Bezirzen. Juhu! Der Gastiger ist gezähmt. Naja, okay. Jetzt müssen wir den noch besiegen. Und zwar mit unserer Trompetenente. Trompi! Mäh. Kraft sammeln und dann ruft da. Zack. Der kann auch gezähmt werden. Bezirzen. Dann haben wir auch das Bananenvieh. Nice. Direkt wieder zwei Viecher bekommen. Hat sich doch gelohnt. Der Babambino ist gezähmt. Juhu. Erfahrung gibt das auch. Wunderbar. Glanzwich erlernt den Trick Schmetterschlag. Ja, sicher behalten wir die alle. Tigi! Ach, guck mal an. Das ist süß. Bist du sicher, dass du den Gastiger Tigi nennen möchtest? Ja, sicher. Babambino. Der heißt Staudi. Ach, wie süß. Diese ganzen Diminutive. Staudi und Tigi und Trompi. Naja. Wenn man drauf steht. Der Wichtel, genau, der Glanzwicht, der konnte irgendwas. Quatsch, ich will dich nicht futtern. Willst du mir deine Tricks zeigen? Schmetterschlag kann er jetzt. Ja. Aufgestellt, er richtet bei einem einzelnen Gegner physischen Schaden an und das macht auch bei allen Gegnern physischen Schaden. Das kostet auch viel mehr Magiepunkte. Ach komm, nimm den mal mit. Den kennen wir ja eigentlich schon. Entschuldigung. So, dann können wir jetzt auch direkt weitermachen. Ah doch, dich nehme ich mal mit. Sommer so eine Aussetzung. Ach, ich muss auch langsam mal nach den Viechern gucken, dass ich ein bisschen mehr Vielfalt in meine Sternzeichen kriege. So, wer möchte denn? Der Aussetzling. Da ist er schon da. Greif ihn an, bevor er das Ding da kaputt macht. Ja, nice. Die haut mittlerweile ganz schön gut zu, die Alte. Da freut sie sich. Stufe 8. Stufe 15. Keine neuen Tricks. Okay. Woran bin ich denn letztes Mal verreckt? Weiß ich gar nicht mehr, welche Viecher das waren.
Was haben wir denn überhaupt so mit? Da muss ich hier gerade mal reingucken. Was haben wir denn hier? Sonne, Sonne, Stern. Sonne, Doppelstern und Mond. Ja, noch ein Stern wäre eigentlich gar nicht schlecht. Hier, mein geiler Affe, wa? Der Affe wäre doch zumindest besser als... Obwohl, alter Vater, hat die viel mehr Angriff. Und die ist erst Stufe 8? Krass. Ach, wir lassen das erstmal so, komm. Rumfuchteln kann ich da immer noch dran. Ich hatte eigentlich gehofft, erstmal hier hinten auf den Speicherstand zu treffen. Aber da bin ich wohl leider zu früh gestorben. Oh, das sieht doch ganz gut aus. So, jetzt kriegen wir den von hinten. Fuck. Oder auch nicht. Putzemännchen. Ja, hier, Wasserbombe, wa? Damn. Dann kommt hier unsere geilen Drachenolle an. Jetzt knüppelt die den erstmal weg. Sehr schön. Sammelt sie noch ein bisschen Kraft. Auf da. Nice. Das war doch gar nicht so schwer. Ein Sandwich. Oh, das kann ich gut gebrauchen. Esther hat Stufe 14 erreicht. Sehr schön. Goldie Stufe 11. Klarer Kopf. Okay, was ist das denn? Das könnte wichtig sein. Ein freundliches Wort hebt die Verwirrung eines Verbündeten auf. Ja, aber die heilende Träne ist schon geil. Und Entladung eigentlich auch. Ausweichen Angriff kann ich natürlich nicht wegmachen. Ach, guck mal an, das ist der Supertrick, den kann man sich auch angucken. Eisschaden, nice. Plitschplatsch wäre natürlich cool, wenn du jetzt Stufe 16 wirst. Gegen die Feuerviecher hier. Okay, dann versuchen wir uns mal hier vorbeizuschleichen. Okay, bis hierhin hat er nochmal geklappt. Jetzt kommt er wahrscheinlich an. Putzemännchen Sommersonne, ja, die hatten wir gerade schon. Ach komm. Alter Vater, hat die dem einen reingeziegelt. Lass mich mal durch. Hallo. Was ist das denn? Ach komm, ja genau, und jetzt ist doch vorbei. Am Arsch. So, da wir jetzt gerade mal I eingesammelt haben, gebe ich jetzt die Tornado. Zack. Bam. Fick dich. So, den greifen wir auch schnell an, bevor wir dich nicht mehr benutzen können. Und da ist er auch schon dort. Trompetenente freut sich. Jawohl, Stufe 16. So, jetzt sammeln wir hier noch den Kram ein. Was ist das? Scharfe Samen, ja, okay. Davon haben wir ja schon ein paar. Da ist die Qualmhöhe. Die Qualmhöhe, Gipfel glutheißen Gesteins. Ja, hier war der zweite Teil der Demo. Soweit ich das noch weiß. Da ist was zum Heilen. Das ist also die Qualmhöhe. Oh je, der ganze Berg steht in Flammen. Wow, ich habe den Berg immer nur von der Stadt aus gesehen. Noch nie aus nächster Nähe. Nicht rumstehen und glotzen hier sind nicht gerade sicher. Deshalb machen Menschen und Feen normalerweise einen großen Bogen um das Ding.
Und überall, wo wir nicht oft hinkommen, wimmelt es sicherlich von Viechern. Macht euch bereit, das wird kein Zuckerschlecken. Pass auf die Lava auf, Oliver. Ich fürchte, dass selbst ein Zauberer es nicht überleben würde, da rein zu plumpsen. Keine Sorge, ich bin ganz vorsichtig. Wenn wir alle zusammenarbeiten, werden wir es schaffen. So wie wir die Prüfung gemeistert haben. Du hast recht. Das nenne ich inspirieren. Schick, brechen wir auf, oder? Keine Pause, bis wir den Jippel erreichen. Ja, dann lauf mal langsam los. Das sieht cool aus. Ja, hier könnte man jetzt mal gucken. Hallo, hallo, wie kann ich dir behilflich sein? 400 passen da rein. Leck mich fett. Was haben wir denn hier? Sonne. Oh, der ist Mond. Doppelsonne, okay. Stern. Der ist auch Stern. Gesundheit. Tja. Freilassen kann man die auch. Was hat die Esther denn hier alle so mit? Nee, ich will nicht Oliver, doch Esther. Esther hat... Ja, der ist gut. Die ist natürlich auch sehr geil. Der Glanzwicht, ja... Tja, inwiefern macht der Sinn? Ich würde sagen, wir geben den Glanzwicht mal ab, oder? Unser Wunderwicht ist auf jeden Fall besser. Und die könnte eigentlich... Ja, wobei, dann hat die Sonne, Mond und Stern. Eigentlich ist der Glanzwicht gar nicht so falsch. Ach, wir lassen das nochmal so. Weil irgendwie weiß ich jetzt auch nicht, wer von denen hier im Schlupfloch irgendwie besser ist. Und die sind auch noch alle Stufe 1. Also die müsste ich erstmal alle wieder hochleveln. Das muss jetzt nicht sein. So. Einmal geheilt werden, das ist gut. Ja, bitte, bitte, bitte. Ich will nicht wieder direkt vor der Stadt anfangen. Ah ja, Tröpfchen macht da wieder irgendwelche Faxen. Sehr gut. Auf geht's. So, was haben wir denn da? Oh, das ist die erweiterte Form von einem... Wie hieß der nochmal? Ein Kampfpinscher ist das. Und ein Pyropimpf. Okay. Ja, komm hier, Drachenfrau. Die Kette. Wer kriegt den hier mal ab, der Pyropin? Zack, zack. Jetzt hau dem nochmal einen rein, jawoll. Tralala. Nice. Ah, hat die uns nochmal geheilt, das hat doch wunderbar geklappt. Ja, 67 Erfahrung, oh mein Gott, ey, langsam brauchen wir mal ein bisschen mehr. Ich will mehr. Links oder rechts? Ich hoffe mal, hier ist falsch. Wo kommt der denn her? Was ist das denn? Ein Luftballon. Oh Gott. Nice. Ja, Sonne macht erstmal hier den Luftballon weg. Das ist wieder unsere Drachenalte. Direkt mal Kraft sammeln, dann kannst du deine. Lol. Alter, hat die dem einen reingezügelt da. Zack. Nice, geheilt worden. Knüppel ihn weg. Jawohl. Da, der kann gezähmt werden. Ja, direkt zum ersten Mal gesehen, direkt eingefangen. Finde ich gut. So, jetzt gehen wir dem letzten hier noch auf die Omme. Trompetenente, go, go. Oder so.
Natürlich will ich den behalten. Lufti. Na, okay. Lufti ist jetzt sein Vertrauter. Nice. Was ist das denn da? Ja, das gleiche nochmal. Habe ich eigentlich so ein... Ne, so ein Butzemännchen habe ich noch nicht, ne? Gib ihm. Jawoll. Nochmal. Nochmal. Nicht viel Schlag. Viel Schlag zählt nicht. Esther hat ein bisschen wenig Leben, aber das kriegen wir schon gebacken. Trompetenente und Drachi machen den zusammen platt. Obwohl die Trompetenente jetzt noch nicht so den Mega-Damage macht. Lol, das ist so ein goldes Ding. Hui. Da haben wir aber einige Level abgekriegt. Trompi Glanzwicht. Sehr gut. Was ist das denn hier? Dieser Schrotthaufen bewegt sich kein Stück. Glaubst du, jetzt hat ihn erledigt? Na los, Olli, Schrotti hier ist hinüber. Bringt doch nichts, mit einer Kiste auf einen Kumpel zu machen. Gehen wir weiter. Tja. So, hier ist übrigens Sackgasse. Das heißt, ich bin wirklich falsch gelaufen, was gut war. Moment, aber hier kann man auch nichts machen, ne? So von wegen Zaubern oder so. Nee, hier, wie war das denn noch? Alte Pracht? Nee. Geht auch nicht. Okay. Haben wir versucht. Hat nichts gebracht. Uiuiui, da sollten wir aber besser nicht runterfallen. Da ist eine Truhe. Und da kommt ein Vieh auf mich zu. Genau, an dem ich, glaube ich, zuletzt. Kampfpinscher und Zweihorn. Ich glaube, der Zweihorn war böse. So, und da der Zweihorn... Wir nehmen mal Esther. Aua, alter Vater. So, das Blöde ist natürlich, ich weiß auch nie, auf wen die jetzt die Fähigkeiten da machen. So, jetzt machen wir mal erst den Kampfpinscher down, dann können wir uns zu zweit mal zwei Horn kümmern. Der ist zumindest verwirrt, das ist gut. Geheilt, sehr schön. Ja, okay, Angriff macht jetzt mit dem nicht unbedingt Sinn. Dann nehmen wir wieder unsere Trompetenente. Gib ihm. Nice. Der kann gezähmt werden. Deine Seele gehört mir. Haha. Nice. Also wittert ja mal mit der Erfahrung hier. Goldi hat Stufe 12 erreicht. Ja, sicher. Rex. Okay. Moment, Rex, der Kampffinscher müsste ja schon die erweiterte Form sein, ne? Oh, Moment. Hier kann man noch weiter? Ich weiß, da hinten war zwar eine Truhe, aber hier ist auch eine, aber die kann ich nicht öffnen. Sehr mächtige Magie, ja, sehr mächtige Magie ist leider... Lol. Sehr mächtige Magie ist leider schade. Denn, den Schlossöffnen-Zauber, den ich habe, der dürfte da eigentlich nicht, geheime Zutat. Ne, wenn man jetzt hier Schlossöffnen macht... Der Zauberstab, den Oliver trägt, ist nicht mächtig genug, um diese Truhe zu öffnen. Tja. Das heißt, wir müssen später nochmal wiederkommen, okay.
Aber da hinten war noch eine Truhe. Die sah mir so aus, als könnten wir die aufmachen. Haha, hab dich. Jetzt gibt's Ufte Oma. Und zwar mit meiner Wasserbombe. Cool, nein. Was haben wir denn hier? Wumms. So, genug Wasserbomben verteilt. Komm, mach hier mal Feuer. Der haut den Goldi kaputt. Mach das weg da. Kann doch nicht wahr sein. Mach den Butzenmann da weg! Wie Fehlschlag? Fehlschlag zählt nicht. Esther ist draufgegangen. Fuck. Kriegt die jetzt Erfahrung? Ja. Ein Sternentropfen! Nice. Moment. Uns geht es beiden nicht allzu gut. Das heißt, ich muss erstmal versuchen, zu dem Speicherpunkt zurückzukommen, dann können wir unser... Nein, 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 nein. Fuck. Dann können wir versuchen hier unser... Nein, hau ab, hau ab, hau ab. Weg, 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 weg. Dann können wir versuchen, die Fee eine Stufe höher zu bringen. Wo kommt der denn jetzt her? Den habe ich ja gar nicht gesehen. Kampfpinscher und Pyropimpf. Ja, okay. Also jetzt knallen wir alles an meiner raus, was wir noch haben. Wer kriegt den denn ab? Der. Alter Vater, ey. Wie oft die daneben haut, das ist ja echt der Hammer. Ach du Scheiße. Jetzt hau das Ding da weg. Moment, so ein Butzenmännchen habe ich schon, brauche ich nicht. Oh oh. Ja, komm, Sandwich. Wer muss es denn jetzt hier reißen? Die Trompetenente? Goldi. Nein, ich hab kein Mana mehr! Oh lol. Fick dich. Ja, sicher, 2 Damage. Abbrechen, abbrechen. Boah. Okay, die Trompetenente ist scheiße. Du wurdest besiegt. Toll. Das ist echt der Wahnsinn, wie oft ich in letzter Zeit sterbe. Super. Naja. Vielleicht können wir wenigstens noch hier die Fee evolutionieren. Die hatte doch alle Tricks, ne? Bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Deswegen gucken wir nochmal nach. Jawohl. So Mädchen, das heißt, du wirst jetzt eine Stufe höher. Kawumms. Deinen Vertraut mit einem Sternentropfen füttern? Ja, Sigi. Ah, Sprießgeselle. Und dann kann man auswählen, inwiefern die sich weiterentwickelt. Okay. Lernbare Tricks. Traumschaum, Lichtblitz, heilender Regen. Heilender Regen hört sich an wie eine Massenheilung. Das ist doch schon nice. Ja. Na, friss. Nom, 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 nom.
Rossi hat sich an den Spießgesellen, Spießgesellen vom, was? Spießgesellen? Okay. Na, nice. Was haben wir denn hier? Magische Verteidigung kann man da hier aufbessern. Da kannst du einen von haben. Nom, 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 nom. So, die normale Verteidigung wäre aber auch nicht schlecht. Aber dafür haben wir nichts mehr. Jetzt muss ich wieder speichern. Und so leid es mir tut, müssen wir hier schon wieder Schluss machen. Sonst kriege ich das nämlich nicht geschissen, noch zu rendern und hochzuladen und all so ein Kram. Denn wie ihr seht, ist es schon 16:30 und bis 20 Uhr ist nicht mehr lang. Ja, morgen gibt es eine neue Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und schönen Abend noch.